Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Let's Play Fire Emblem Dark Dragon and the Sword of Light. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind hier bei Kapitel 16. Im letzten Part haben wir Kapitel 15 erfolgreich abgeschlossen. Ja, ich würde sagen, die Standardeinheiten kommen wieder mit. Also die, die wir auch schon in den letzten Parts immer genutzt haben, weil die waren ja ganz gut. Ja, Shida versuche ich, wie gesagt, auch noch irgendwie hoch zu leveln. Wenn das möglich ist, wäre das ziemlich geil. Prinz Marv, das ist Aritia, Fragezeichen. Also, ist das Aritia? Ja, Mann. Ja, das ist schon 2 Jahre her, seit Durua. Ja, das hier alles übernommen hat und so. Ja, die haben hier meine Sister Ellie. Wie heißt die? Alice, meine Sister Alice, haben sie hier irgendwie so einfach festgehalten. Ja, und sie mich quasi so wegteleportiert hat und so. Richtig specialhaft. Und wir wurden ja verraten von den Duruha. Jetzt weiß ich nicht, wo meine Schwester ist, aber ich werde sie auf jeden Fall rescuen. Also, für meine Freiheit des Heimlandes Aritia. Okay, ihr hört jetzt schon, auf jeden Fall richtig geil aufgepeppte Musik. Ich habe mir gedacht, die langweilige Mucke hier haben wir schon zum 10.000. Mal. Und das ist ja langweilig, wie gerade schon erwähnt. Und deswegen habe ich ja richtig geile Mucke drüber gelegt. Allerdings geht das erst im Nachhinein. Und das Problem dabei ist, dass ich jetzt leider keinen Ingame-Musik habe. Also ist halt für mich nicht so geil. Klar, euch kann es egal sein. So, ja, ihr seht schon, wir haben es mit richtig krassen Typen zu tun. Ist das die Kommando? Alles klar. Weil vielleicht können wir die sogar bekommen. Das ist auf jeden Fall ein Schwertmeister. Und das hier ist ein Hero. Ja, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was, wie ihr das mit der neuen Musik findet. Ich denke, es ist eine ziemlich coole Sache. Weil, wie gesagt, die alte Mucke will halt keiner hören. Ja, sie ist schon cool, aber es ist halt echt immer die gleiche und jetzt haben wir halt mal einen Remix. Mal schauen, welchen Remix ich nehme. Wahrscheinlich pro Chapter einen anderen, damit es ein bisschen Abwechslung hat. Genau. Man kann auch die ROM umschreiben, dass da die geile Musik kommt. Aber bei der NES-ROM ist das nicht so leicht, wie sie es vielleicht anhört, denn bei der NES-ROM oder ein Amos-Layer hat man das Problem, dass da, das ist ja noch so eine ganz alte Musik und die wird nämlich auch noch in Bytes angegeben, also immer, wo es in Bits oder Bytes, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall wird dadurch die Musik erzeugt. Okay, ja, ihr merkt schon, ich weiß gerade gar nicht, wie ich loslegen soll. Weil, was zur Hölle? Okay, da lang gehe ich schon mal nicht. Also mein Ziel ist ja der Thron hier drüben, ne? Da möchte ich hin am Ende. Zu den beiden Idioten. Also muss ich höchstwahrscheinlich ganz außen drum latschen. Das ist echt ein bisschen öde, dass ich jetzt keine Musik höre, aber lieber höre ich keine Musik, als dass ihr immer die gleiche Mucke hört. Also ich könnte jetzt schon mit dem Windows Media Player oder per YouTube Musik mir anmachen. Aber da bringt mir halt irgendwie nicht wirklich was. Weil danach würde die Musik mit aufgenommen werden. Und das möchte ich ja auch nicht. Ich meine, sonst würdet ihr die Musik hören. Und ja, ich möchte so machen, dass während den Kämpfen eine andere Musik kommt, als jetzt hier. Wo ich mal schauen muss, wie das in den Kämpfen ist. Ich schaue gerade, ob jemand einen Türschlüssel hat. Ich glaube aber nicht. Schade. Sonst hätte ich nämlich die Tür aufmachen können. Ja, ich hoffe ehrlich gesagt, dass Marv mal bald weiterentwickelt wird. Ich meine, wir sind jetzt Chapter 16 von... Ja, ich weiß schon, wie viele wir insgesamt haben. Ich spoilere aber mal noch nichts. Auf jeden Fall kommen noch einige. Keine Angst, Leute. Trotzdem, so langsam sollten wir schon mal Marv weiterentwickeln können. Ja, wäre ziemlich nice, ne?
wegen der Musik, vielleicht werde ich es auch manchmal so machen, dass ich die Musik aus einem der Nachfolgeteile, dass ich eine aus dem Remake nehme. Denn es gibt ja auch das Fire Emblem 12, ist ja das Remake von Fire Emblem 1 für den Nintendo DS, ziemlich geiles Game. Und ja, vielleicht nehme ich auch davon ein Soundtrack mal. Aber jetzt erstmal den von Super Smash Bros. Höchstwahrscheinlich, also den dürften die meisten kennen. Weil der ist auch ganz cool, klar, der ist jetzt nicht. Nein, falsches, nein, das wollte ich gar nicht. Oh Mann, ich hab mein Arm was leer. Oh, fuck ey. Das passiert, wenn man sich hier nicht konzentriert und nur Scheiße labert, ne? Ich wollte eigentlich nicht den Armor Slayer ausrüsten, sondern den Dragon Slayer, logischerweise. Weil uns gleich die Drachen da unten angreifen werden. Yoshida hat schon Level 2, glaube ich. Alter. Ja, mal schauen, was das wird. Ich muss leider den langen Weg außen drum nehmen. Ich hoffe mal, das ist nicht so allzu schlimm. Okay, Enemy. Was machst du? Oh wow, scheiße, man hat da noch 10.000 Ritter-Einheiten. Die kommen jetzt alle an. Ja, mal schauen, vielleicht... wäre schon ziemlich geil eigentlich, wenn ich was hören würde. Also mal schauen, vielleicht kriege ich das da noch irgendwie hin. So, jetzt kommt der blöde Drache da an. Ich hoffe, der macht nicht allzu viel Schaden, aber eigentlich... Ja, ein Schaden! Was ist das für ein Opfer hier? Los, brennen! Was? Zwei Schaden nur? Shit. Zu früh gefreut. Aber egal. Banuto dient größtenteils nur als Schild für mich eigentlich, finde ich. Weil, ja, ihr seht ja, der hält einiges aus. Jetzt kriegt Jäger noch ein paar rein. Oh, der Junge muss es aushalten, der ist weiterentwickelt. Also please, Jagen, wenn du das nicht aushältst. Ja, also. Man muss ja sagen, wir haben ja, glaube ich... Der Typ ist so ein Lappen. Aber wir haben es, glaube ich, fast nur mit weiterentwickelten Einheiten zu tun in diesem Kapitel. Ausgewichen. Spaß. ja, das ist ein bisschen krass. Denn diese ganzen Drachen hier sind ja auch alle weiterentwickelt. Also ja. Bisschen übertrieben und der macht auch ziemlich viel Schaden hier. Alter. Ich muss schauen, dass ich die jetzt alle down kriege in diesem Zug. Denn die Drachen sind echt sehr unangenehme Gegner. So, war's das? Natürlich nicht. Aber das Gute ist, ich muss den Schwertmeister und den Held gar nicht angreifen. Die können mir eigentlich da ziemlich am Arsch vorbeigehen. Denn... Die sind hier unten eingeschlossen in ihrem eigenen Raum. Das heißt, interessieren mich gar nicht. Außer, die sollten mal rauskommen. Das hoffe ich jedoch nicht. Okay. Safe State. Ja, also mal schauen, wie das mit der Musik funktioniert. Ich kann da noch gar nichts gerade zu sagen. Was ich aber sagen kann, ist, dass das Problem mit den schwarzen Rändern geklärt ist. Ne? Das solltet ihr aber auch mittlerweile schon auf jeden Fall mitbekommen haben. Also keine schwarzen Ränder mehr, endlich. Nice. Und es gibt auch, ja genau, wieder mit der Musik, das wird auf jeden Fall sehr viel Arbeit für mich. Deswegen hoffe ich echt, dass es sehr cool wird. So, wer auch sehr cool ist, das ist Georg, denn sie killt hier die ganzen hässlichen Stinky-Drachen, einfach so. Genauso muss das laufen. Komm, Dragon Slayer und bam. Der müsste auch sehr, sehr effektiv sein. Oh ja, mein Power ganz voll. Oh, nice. Schön, Mann. Jetzt noch ausweichen und ich bin ganz stolz auf dich. Ah, egal, Okuma. Das passt trotzdem, wenn du ihn jetzt tötest. Nice. Ja, Drachen sind echt mit die gefährlichsten Gegner in diesem Spiel. Für uns mittlerweile zumindest, weil sie halt extreme Verteidigung haben. Und ja, das ist halt schon ein bisschen krass, ne? Glücklicherweise sind sie sehr anfällig gegen Bogen. So, nice. Jetzt schauen wir doch mal. Sie, oder er, besser gesagt, Merrick,
Das ist schon Level 15. Das ist nice. Das heißt, er hat gar keine Probleme damit, Thunder, den Kollegen wegzufandeln. Mach mal hier. Thunderbolt. Bam. Und weg war er, der Asi. Ja, ein Meistersiegel haben wir ja sogar, mit dem wir unsere Einheiten weiterentwickeln können. Das ist eine sehr schöne Sache. Was haben die denn hier alle? Javelins, Level 7 sind die alle, na gut. Oh, da müssen wir aufpassen, wir hatten einen Armor Slayer. Nicht vergessen, der Armor Slayer hat uns schon mal, okay, das war Part 8 oder so. Ist schon ein bisschen her, aber schon damals hat er uns ganz schön auf die Glocke gegeben. Ja. Das muss ja nicht nochmal sein. So, aber aktuell möchte ich ganz gerne den Dieb da hinten töten. Boah, nee, wehe. Hier, seht ihr die ganzen Festungen hier? Hundertprozentig kommen da nachher wieder 10.000 Einheiten nach. Ich sehe es doch schon. So, wie weit kann er denn hier laufen? Okay, das heißt, Jagen geht einfach mal ein bisschen nach oben. Da kann ich den gleich heilen. Und es macht Wendel. Ja, Wendel, macht das mal. Hier hat sie auch Läden. Das heißt, wir können uns auch gleich neue Stäbe kaufen, ja. Also das sollte kein Problem sein. Banutu kriegt jetzt auch sein Heal. Mit Life. Ja, also wie gesagt, das mit der Musik wird eine ganz schöne Arbeit werden. Mit dem neuen Programm wird es allerdings ganz cool. Und ich habe auch gerade sehr viel Zeit, weil ich halt Ferien habe. Da habe ich genügend Zeit, die ganze Scheiße richtig geil zu rendern. Wäre richtig geil, wenn ich das Programm, nicht das Programm, sondern das Game in den Ferien zu Ende zocken würde. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, weil das Game halt echt noch relativ lang dauert. Und am besten auch noch zu Ende schneide. Weil danach hätte ich das nämlich schon mal abgeschlossen. Und ja, weil das Schneiden wird echt sehr lange dauern, wenn ich jedes Mal andere Musik verwende. Aber ich will es halt richtig episch machen, ja. Also, was heißt richtig episch? Aber auf jeden Fall geiler. So, ich setze gleich danach erstmal ein Safe State. Das habe ich jetzt leider vergessen. Ich hoffe, das war kein Fehler. Oh, der Paladin kommt an. Mhm, jetzt wollte ich es aber wissen hier. Alles klar, ja, ich bin gewappnet. Ich bin bereit. Ich hab Spaß dran, die Leute hier umzulegen. Kommt alle her, Freunde. Ja, du auch noch. Komm her, Mann. Du bist aufs Maul. Ihr merkt schon, ich bin gut gelaunt. Oh, so ein Spinner schon wieder. Enemies healed. Ich muss immer alle heilen. Ja, das ist ein kleiner Spacken. Ich schaue jetzt nach, was der für ein Item hat. Wenn der dieses Recovery-Ding hat, dann will ich das irgendwie auch können. So, was hat er für ein Item? Reserve. Okay, das ist tatsächlich was anderes. Ich habe hier nämlich noch Relief und Recover. Ja, ist was anderes. Ja, hat er gewonnen. So, jetzt mache ich erstmal ein Safe State, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Erst einen einzigen habe ich gemacht. Oh Mann. Das kann ja nicht sein. Das kennt er mich gar nicht, ne? So wenig Safe States. So, der Dieb sollte auf jeden Fall bald sterben, sonst macht er die Dörfer kaputt. Ja, ich stelle mich jetzt einfach mal rein. Ich hoffe, das geht auch. Aber ich muss echt wegen den Rittern da unten aufpassen, dass die mir nicht zum Verhängnis werden. Also sie werden mir zum Verhängnis werden, auf jeden Fall. Aber ich muss schauen, dass alle Einheiten danach ungefähr wieder auf einem Fleck sind. Dass ich da gut miteinander kombiniert und gut angreifen kann. Ja, also ich glaube, der erste, der wirklich weiterentwickelt wird und von unseren Einheiten, unabhängig von Marv, ist Uguma. Der hat nämlich schon Level 17. Vielleicht holt er sich jetzt auch noch Level 18, 19 vielleicht auch noch, wer weiß. Mit Level 20 werde ich ihn weiterentwickeln. Und das wird geil, Leute. Oh, ich freue mich schon so drauf. Dann hätten wir endlich unsere allererste weiterentwickelte Einheit. Hier in Fire Emblem
Dark Dragon and the Sword of Light. Ich meine, wie geil wäre das bitte schön, ja? Eine weiterentwickelte Einheit. Sie ist danach richtig OP. Hoffe ich zumindest. Also ich brauche es auch. Der wird dann nämlich, ich glaube, ich habe es schon einmal gesagt, aber der wird dann so ein krasser Typ hier, ja? So ein Held. Hero, genau. Oh, der hat sogar ein Thunder-Ding. Interessant. Ja, der hat höchstwahrscheinlich ein Thunder-Ding, damit er uns von weit weg angreifen kann, ja? Weil so ist das ja voll das leichte Ziel. Da könnte ich den einfach hier mit dem Bogen die ganze Zeit abballern. Aber mit Thunder kann er sich leider auch wehren. Aber ist mir insofern eh scheißegal, weil mir der Typ am Arsch vorbeigeht. Der interessiert mich sowas von gar nicht. Ich lasse die da einfach rumspinnern. Genauso auch den Schwertmeister. Die ist mir zu overpowered. Ja, jetzt kommen die ganzen Einheiten, die hier gegen die Drachen gecatcht haben. Aber die haben wir echt gut wegbekommen, oder? Also das hat sehr gut funktioniert. Ja, das Einzige, wovor ich wirklich Angst habe, ist, dass hier nachher ganz viele Einheiten nachkommen und ich gar keine Chance habe. Das ist das, wovor ich am meisten Angst habe. Ja, mal schauen, welche Gegnermucke ich jetzt nehme, weil die eigentliche Gegnermucke klingt ja sehr, sehr ähnlich mit der Spielermusik. Ne? So, was machen die? Die kommen einfach näher, ja? Gut, das können sie meinetwegen machen. Sollen sie erstmal kommen? Was jetzt? Der haut ab. Ja, okay, dann soll er einen Abgang machen. Wenn er nichts kann, danach, ja, weg mit ihm. Lusche, ey. Ich bin feiger Sack. Aber egal. Wir werden weiterziehen. So, die Einheiten der Gegner kommen nämlich auch langsam nach. Langsam aber sicher, ja. Werden sie uns auch bald erreichen. Zum Schluss vor den scheiß Festungen. Weil wenn die einen Einheiten dann von vorne kommen und dann auch noch 10.000 Einheiten aus den Festungen kommen, dann haben wir echt ganz schön verkackt. Da werden auf jeden Fall welche rauskommen, nur wann ist die Frage. Weil es kann nicht sein, dass das hier die einzigen Einheiten sind, die uns angreifen im 16. Kapitel. Ja, das das ist, ja, kann man einfach nicht glauben, ne? So ist es halt auch nicht. Was ich machen, oh, statt das versuche ich mal, dass ich meine Einheiten in die Festungen lege. Da können denn da nämlich keine rauskommen, während ich gegen die catche. Und ich habe einen großen Vorteil. Aber das Problem ist, ich glaube nicht, dass ich die alle in so kurzer Zeit in die Festungen kriege. Ich probiere es aus. Und da hätten wir so einen Zwei-Fronten-Angriff. Das wäre doch auch cool. Die einen sind hier auf der Plattform und die anderen auf der anderen. Müssten wir halt schauen, dass auf beiden Seiten relativ starke Leute sind. Hier hätten wir Vanutu als Verteidigung. Und vielleicht noch Georg als Bogenschütze. Ja, wir machen das schon, ja. Da kommt jetzt coole Taktiken auf. Ja gut, Jagen, das ist eh übelst der Lappen. Mit dem können wir nichts mehr anfangen, glaube ich. Der wird zu schwach mittlerweile. Obwohl, ich versuche, die Ork rüberzubringen und dann hätte ich hier Kashin. Aber Zauberer bräuchte die andere Seite halt auch. Da könnte ich Wendel versuchen rüberzubringen und hätte hier danach noch Merrick. Merrick ist ja sowieso stärker. Und den Heiler hätte ich auch auf der Seite. Ja, also es ist eine gewagte Taktik, das gebe ich zu. Aber vielleicht funktioniert sie. Ich lasse noch kurz den Gegner ziehen. Aber ich glaube, das war's dann auch wieder vom Pass. Ja, so schnell geht das immer. Ja, die kommen jetzt hier langsam alle. Also drei könnten uns jetzt, glaube ich, schon angreifen. Je nachdem, wie ich stehe. Ich versuche mich so hinzustellen, dass sie mich noch nicht angreifen können.
dass wir sie quasi in verschiedenen, ja, Schichten besiegen, ja? Also zuerst die ersten drei, dann die anderen beiden, danach die anderen drei da unten. Aber Leute, wie wir das genau machen werden, das seht ihr leider erst beim nächsten Mal. Wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, würde ich mich sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Und damit verabschiede ich mich und sage ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.